So, hallihallo, liebe YouTube-Welt. Es gibt ein Flop-Video von mir und zwar für den Monat März. Und ich muss jetzt ehrlich gestehen, ich habe gerade echt ein bisschen suchen müssen. Also ein paar Flops waren für mich total klar, die standen sofort hier. Aber dann dachte ich, das sind ja nur drei. Und dann habe ich noch ein bisschen gesucht und jetzt sind es sechs. Aber wirklich nicht mehr, weil ich bin eigentlich relativ leicht zufriedenzustellen mit den Produkten. Und ja, ich fange jetzt gleich mal an und sage dann viel Spaß beim Video. Erste Flop-Produkt, was ich gleich beim Rauslassen aus der Tube gemerkt habe, dass es ein Flop ist, ist von Balea Young das Soft and Clear mattierende Make-up. Das ist angeblich gegen Pickel. Ich sage jetzt nicht, dass es mir Pickel verursacht hat, aber ich sage einfach mal, dass das scheiße dunkel ist. Hier steht, es ist die 01 Natural. Und ja, ich kann es mal hier vor der Kamera rauslassen. Ich hab, glaube ich, im Haul schon gesagt, dass ich denke, es ist ziemlich dunkel. Aber ja. Naja, okay, auf meiner Haut sieht jetzt ziemlich gut aus. Ich verschmiere das jetzt mal ein bisschen. Mann, in der Kamera sieht es eigentlich jetzt gar nicht so schlimm aus. Ich kann daran liegen, dass ich eine scheiß Kamera habe, aber vielleicht sieht man. Ja, jetzt sieht man es eigentlich. Es ist ziemlich braun, finde ich. Es wäre jetzt kein Make-up, was ich auf meine Haut lasse. Und ja, das habe ich dann mit Tagescreme ein bisschen verdünnt. Das habe ich nämlich früher immer gemacht mit meiner getönten Tagescreme. Die war auch ein bisschen zu dunkel. Da ich immer ganz normal in die Wehrcreme rein, habe das ein bisschen verrührt und es war dann so ein Hautton, den man tragen konnte. Es war dann auch nicht mehr so deck. Hatte nicht mehr so die Deckkraft, so Hammers. Habe ich auch mit dem gemacht. Es sah dann auch gut aus. Ich bin damit außer Haus gegangen. Ja, und das war letzte Woche da die Schule. Das war vor genau einer Woche. Wir feiern Jubiläum. Yeah. Und dann hat mein Bruder mich abgeholt. Wir waren im Auto gesessen. Und ja, dann habe ich ihn gefragt, weil ich dann den Spiegel runter habe. Und dann habe ich so fleckig ausgesehen, fand ich. Habe ich ihn gefragt, ob mein Gesicht fleckig aussieht. Und er hat es mir bestätigt. Und dann bin ich in der Schule ins Badezimmer und wirklich, ohne Scheiß, das ist orange geworden, das Make-up. Und fleckig. Es ist orange mit so leicht bräunlichen Flecken gewesen. Ich sah aus wie so eine Kuh. Ich musste mir in der Schule das ganze Make-up vom Gesicht waschen. Und ja, das sah dann doch beschissen aus. Und deswegen ist das voll das Flop. Und jetzt habe ich da die ganze Tube und. Naja, okay, sorry, aber sowas ärgert mich halt. Aber ich hab's vermutet, wirklich. Ich hab's gewusst, aber ich wollte es unbedingt haben. Vielleicht finde ich noch irgendwas. Kann ich irgendein Faschings-Make-up damit machen? Dann, das nächste Produkt ist von Balea Nature. Die Nachtcreme. Ja, sie ist fast leer. Und sie ist einfach ein Flop für mich, weil ich weiß nicht, ob jemand von euch die Creme hat. Ich wurde von einer Bloggerin angefixt, die zu kaufen. Die hat die, ey, in den siebten Himmel gelobt. Ich habe gedacht, das ist die Creme. Wenn du die nicht hast, dann bist du blöd. Ja, und dann hatte ich sie. Und ja. Was soll ich noch sagen? Das ist für mich keine Creme. Das ist für mich so eine Art Gesichtsmaske. Und jetzt nicht im guten Sinne. Weil eine Creme, so kenne ich es, die trägt man aufs Gesicht auf und die zieht irgendwann ein und ist weg. Ist eingezogen. Vielleicht ist die Haut noch ein bisschen glänzend, noch ein bisschen angefettet. Aber normalerweise zieht so eine Creme ein. Ist bei dir irgendwie nicht der Fall. Du trägst sie auf, du merkst schon ein bisschen, dass sie einzieht. Aber deine Haut, die fühlt sich auf einmal so klebrig an, so belegt. Und ich habe die Angewohnheit, wenn meine Haut sich klebrig und belegt anfühlt, dass ich die Creme einmassiere. Weil ich mir dann einbilde, dass das schneller einzieht. Das war der Fehler bei dieser Creme, denn irgendwann hat sich das so kleine. Ich würde es Hautschüppchen nennen, aber ich weiß, dass es von der Creme ist. So kleine Poppel, ich sage jetzt mal Poppel dazu, gebildet. Und ja, ich habe halt dann richtig gesehen, wo die Creme getrocknet ist. Und das sah halt aus, als hätte ich von Balea diese Milch- und Honigmaske drauf gehabt und hätte sie 20 Minuten lang nicht abgewaschen. Wisst ihr, was ich meine? Und ich habe es halt jetzt trotzdem benutzt, weil ich lebe unter diesem Motto, wenn du Produkte hast, die dir nicht gefallen und sie keine allergische Reaktion bei dir auslösen, benutze sie bitte bis zum Ende. Und ich glaube, ich habe es langsam das Ende erreicht. Aber es ist kein Nachkaufprodukt. Wenn die Bloggerin, die mich damals angefixt hat, das Produkt so super findet, dann kann sie es gerne weiterverwenden. Aber ich sage schon mal, falls du dieses Video siehst, es war echt süß und lieb, dass du mir die Creme empfohlen hast. Ich habe sie mir auch gekauft, aber. So. Dann
zum nächsten Produkt und das ist aus meinem letzten DM-Haul. Ich reviewe hier eigentlich meinen letzten DM-Haul, wenn ich mir mein Top-Video auch noch so anschaue. Und zwar ist es das hier, das Duschöl. Ihr seht, ich habe es benutzt. Kann keiner sagen, ich habe das nicht benutzt. Und zwar will ich dazu sagen, ich habe gedacht, es ist so Öl. Öl halt, wirklich Öl. Wie wenn ich mir jetzt Olivenöl auf die Haut schmieren würde, dass es wirklich nur so ölig glänzt. Wie in den ganzen Softpornos da, bla bla. Und das ist nicht der Fall, das schäumt nämlich. Ist eigentlich ganz gut, das hätte mich nicht gestört. Aber dieses Öl hat einen Scheißgeruch. Sorry, wenn ich das so eklig sage, das ist ein unerträglicher Geruch für mich. Das ist kein Ölgeruch. Ich ärgere mich immer richtig und ich will das jetzt leer kriegen und auf Biegen und Brechen haue ich mir dann meine volle Hand rein und öl mich ein bis zum geht nicht mehr oder schäume mich ein, weil das schäumt ja leicht. Es schäumt nicht extrem, aber es schäumt leicht auf. Und dann kommt dieser Geruch. Schade, ärgert mich voll und jetzt möchte ich das nicht mehr nachkaufen, aber ich habe, glaube ich, gesehen, dass Nivea auch so ein Duschöl hat und ich hoffe, dass das nicht der Fall ist, dass das auch so eklig riecht. Schäumen kann es von mir aus, wenn es sein muss, aber ja, es soll nicht so eklig riechen wie das hier. Also wirklich ein Geruch, da könnte ich kotzen. Dann kommen wir mal zu dekorativer Kosmetik, die bei mir durchgefallen ist, außer das hier. Und zwar ist es was von Essence. Ich bin ja eigentlich voll der Essence-Fan, kann eigentlich alles von Essence loben, aber das hier nicht. Das ist der Bronzer von Essence von Sun Club und zwar der Blondes, also der für hellere Haut. Wie ihr seht, ich habe hellere Haut. Das ist mein Bronzer. Und ja, ich habe den jetzt bestimmt gefühlt 20 Mal benutzt. Und findet ihr, der sieht in irgendeiner Weise benutzt aus? Ich könnte den jetzt verschenken und könnte sagen, der ist nagelneu. Das würde keiner merken. Ich weiß nicht, ob mein Pinsel so scheiße ist. Aber irgendwie nimmt mein Pinsel nichts von dem Bronzer auf. Von meinem Rouge, also von dem Catrice, komischerweise problemlos. Auch Rouge. Aber bei dem nix. Mit den Fingern geht's dann. Ich sehe dann auf den Fingern, was drauf ist. Aber wer will sich so Bronzer mit dem Finger auftragen? Und ja, meine Arbeitskollegin meinte, ich soll mit der Gabel irgendwie die Oberfläche ein bisschen aufrauen. Aber ja, da bin ich nicht so bereit dafür. Ja. Der nächste Flop. Und zwar ist das eine DVD. Ich habe gestern mit meinem Freund eine DVD geschaut und ich muss euch da ganz, ganz kurz was zeigen. Mein Freund, der will sich ein Blu-ray-Regal einrichten. Und der hat sich innerhalb... Gott, ich hoffe, der schlägt mich nicht, wenn ich das in meinem Video zeige. Fuck. Das hat er an einem Tag ersteigert auf eBay. Und das ist noch nicht mal alles. Da unten auf dem Boden steht nochmal genauso ein Berg. Bitte gebt mir recht, dass er spinnt. So, auf jeden Fall kommen wir wieder zum Thema. Ich und mein Freund, wir haben gestern einen Film geschaut, natürlich auf Blu-ray, weil es seine Xbox One, die er sich auch neu ersteigert hat auf eBay, muss ja im Dauerbetrieb laufen. Und wir haben uns einen Film angeschaut und ich fand, das ist ein Flop. Ich kannte den Film zwar schon, ich habe ihn geschaut, wie er in die Kinos kam, aber damals fand ich ihn geil. Jetzt habe ich ihn gestern nochmal gesehen und gedacht, so geil ist er nicht. Scream 4. Es ist schon, wie soll ich sagen, eine geile Idee und ich habe mich auch echt oft erschreckt. Aber ich fand das Ende zu vorausschaubar. Auch jetzt können viele sagen, na klar, du kanntest den Film schon, aber ich wusste, wie soll ich das sagen, mir hat er nicht mehr so gefallen. Ich fand den langweilig. Und sonst alle Scream-Filme kenne ich auch schon, die habe ich schon 20 Mal gesehen und die könnte ich jetzt nochmal anschauen und ich wäre voll dabei. Nur Scream 4 nicht. Da schlafe ich ein. Ist für mich ein Flop. Wirklich. Ein Flop. Ja. Mal auf dem Berg. Und jetzt zum letzten Flop. Socken. Ich finde sie schön und die sind von H&M und ich habe die mir ewig lange im Online-Shop angeschaut. Jetzt habe ich sie endlich gekauft. Aber nicht im Online-Shop, im Laden. Und was soll ich Ihnen sagen? Die anderen passen mir, aber die mit dem Muster, die sind anscheinend dadurch, dass das Muster so eingedreht ist, die sind nicht so dehnbar. Und wenn ich da drin bin, das ist hier oben viel zu eng. Da.
Man, das sieht ja nicht so richtig. Also, das ist jetzt nicht mein Bein. Mein Bein ist ein bisschen kräftiger. Und ja, da ist halt nicht mehr so viel Dingfarbe. Und das ist dann ziemlich eng. Und wenn ich. Ja. Und wenn ich da die dann längere Zeit anhab, dann tun mir die Beine weh, weil das das Blut abschnürt. Voll scheiße. Und deswegen ist das ein Flop, weil jetzt kann ich die nicht anziehen. Und eine Freundin von mir meinte, ich soll hier, weil bei manchen Socken habe ich, die ich schon seit Jahren habe und einfach nicht wegschmeißen will und die komischerweise auch nie kaputt gehen, soll ich hier so was reinschneiden, wie ich dort auch gemacht habe, dass ich da noch reinpasse. Aber ich habe die doch erst gekauft und die sind noch neu und schön und die will die eine haben. Ich verschenke sie. Nein, also ich finde es echt schade und deswegen ist das jetzt ein Flop. Noch ein ganz, ganz kurzes Update. Das packe ich jetzt einfach mal hier ins Video mit rein. Ich habe eine neue Kamera. Also ich habe sie noch nicht. Ich habe mir eine ausgesucht. Ich weiß auch, in welchem Online-Shop ich sie bestellen will, wo ich sie günstig kriege. kann aber noch ein bisschen dauern, weil ich hätte eigentlich schon das Geld, aber ich habe am Montag Zwischenprüfung. Und zu dieser Zwischenprüfung muss ich einen Tisch dekorieren. Und ja, der Betrieb stellt mir zwar was zum Dekorieren, aber ich muss auch sehr viel selber kaufen und deswegen möchte ich jetzt erstmal lieber da mein Geld rein investieren, statt dass ich die Kamera kaufe und dann sage, oh, ich habe nur noch 10 Euro für den Tisch und deswegen werde ich das höchstwahrscheinlich erst im April schaffen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das und könnt so lange mit dieser Handyqualität leben.